Kunstpunkt ist eine intermediale Werkschau. Es ist eine Plattform für experimentelles künstlerisches Wirken. Kunstinteressierte Menschen aus unterschiedlichen Richtungen kommen zusammen. Dermal sind 14 Künstlerinnen da, die in ihren Disziplinen geschaffen haben und etwas erarbeitet haben. Und dann der Event, wo das zusammenkommt, ist immer ein sehr besonderer Moment. Das Mal ist es erstmal, dass es im Filacro da auf dem Gelände stattfindet. Und in diesen Wohnwagen kann man hineinschauen. Es gibt Performances. Also ein grosser Reichtum, der hier zusammenkommt. La prima vez que te vi di, de tus ojos me enamorí. La prima vez que te vi di, de tus ojos me enamorí. Im Filacro-Zelt findet Performances statt. Die Performances sind so Häppchen, also Häppchen, zum Beispiel Poesie, Häppchen, Tanz, Häppchen, Musik. Und das spielt dann miteinander. Dann zum Zelt selber, der Martin Henzi ist der Initiator von dem. Er hat das entworfen und da in die Welt gesetzt. Und schön, dass wir hier gastieren dürfen und von diesem besonderen Ort dann auch dürfen uns inspirieren
Während meiner Projektphase habe ich mich dem Thema Wandel gewidmet. Wandel ist für mich etwas, das, glaube ich, das Einzige ist, das immer ist. Und herausfordernd ist an sich und spannend, um sich damit zu beschäftigen. Und so bin ich eigentlich das erste Mal auf die Suche gegangen vom Wandel am Mensch. Was passiert, wenn man alt wird? Was passiert, wenn man gezeichnet ist vom Leben? Wie zeichnet sich das im Gesicht der Menschen wieder? Und von dem bin ich dann wie weitergekommen, wieder weg vom Alter nur, sondern hin überhaupt von, was ist das, was uns prägt und was hinterlassen wir, wenn wir mal als Hülle oder als Körper nicht mehr da sind. Und das, all diese Themen habe ich versucht, in eine Form zu bringen. Und ja, so ist das entstanden, was entstanden ist. Dann ein herzliches Dankeschön dir nochmal, Martin.